Pit. Lecker, die Toiletten? Da kannst du besser in den Wald kacken. Die sind an Stinkigkeit nicht zu übertreffen. Aber du musstest doch nur Pipi machen. Ja, das war schlimm genug. Es ist 7.25 Uhr am Morgen und ich habe mir erstmal zwei Big Mac Menüs bestellt, weil Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und Big Mac, habe ich gelesen, ist sehr gesund, weil ich habe einen Bericht gelesen, wo drin gestanden hat, wenn man zu McDonald's geht, das hat eine Ernährungsberaterin gesagt, ja, dann soll man sich kein Menü nehmen mit Pommes, weil die Pommes sind ungesund, lieber zwei Hamburger. Ja. Jetzt habe ich mir zwei Big Macs genommen und 24 Chicken McNuggets mit Süß-Sauer-Soße. Herzlich willkommen zu einem zu Marlons neuer Weltenbummler-Sendung. Hallo, ein Marlon. Oh. Also, wie gesagt, 7.26 Uhr. Und Marlon, wir sind Staub auf dem Weg. Achso, jetzt erstmal hier deine Big Macs kommen. Ja, ich habe ein bisschen Rücken. Ich muss gleich erstmal zwei Igos nehmen. Ja, wir essen natürlich kein Big Mac. Bitte nach 100 Metern rechts. Boah, war ein Saustall hier, ne? Ja. Oh. Ich muss hier einmal eine kleine Kurve drehen. Nein, wir essen Big Mexicano Bacon mit Riffelkartoffeln. Oh, der sieht gut aus. Auch als Chicken. Mm. Wir haben uns natürlich keine Big Macs geholt, sondern wir haben uns morgens um 7.28 Uhr Toast geholt. Bacon? Soll ich jetzt erst deinen Kaffee zubereiten oder? Waren das vier insgesamt? Ja. Muss ja immer alles kontrollieren bei McDonald's, ne? Aber es scheint, als ob sie es diesmal richtig haben. So freundlich, wie der geguckt hat. Ja, der war noch ein bisschen knitterig, sah der aus. Ein bisschen der sah noch ein bisschen müde. Scheiße, ich hab die Frühschicht, sah aus. Ja, so wie wir eigentlich jetzt auch. Jetzt muss er deinen Müll wegräumen. Jetzt läuft er mit seinem Kopfhörer hinter mir. Mit seinem Kopfhörer im Ohr läuft er jetzt mit rum. Saß. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade auf dem Weg in den Urlaub. Nach Wanne-Eickel. In den Kohls-Urlaub für 3 Tage. Bereitest du mir jetzt mal einen Kaffee davor? Ja. Dein Wieso habe ich das jetzt? Kaffee. Ja, eigentlich wollte ich das ja gar nicht sagen, dass ich heute Geburtstag habe. Weil eigentlich ist es ja kein Tag zum Feiern, ne? Dass man älter wird. Ich habe ja bei Facebook stehen, dass ich am 1.4. Geburtstag habe. Da habe ich mir natürlich wieder einen kleinen Scherz erlaubt. Kleiner April-Scherz. Aber die Leute, die uns schon lange gucken, wissen ja, dass ich am 19.7. Geburtstag habe. Und heute ist der 19.7. Ja. Wunder, wunder. Und was steht da hinten? Ein Kartönchen. Ein Karton, da steht drauf, erst am 19. öffnen. Der kam gestern an, oder? Mhm. Von einer Zuschauerin von uns, von Saskia. Danke. Ich habe es geschafft, das Paket noch nicht auszupacken. Aber ich glaube, gleich während der Fahrt oder so werden wir das mal machen. Ja, und jetzt essen wir erstmal was. Ich bin noch gar nicht richtig da. Ihr seid sowieso dabei. Und Marlon ist auch dabei. Ja, wollen wir denn überhaupt jeden Tag filmen? Ja. Ja? Ja. Jo, jo. Ja, dann machen wir das. Dann seid ihr dabei und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß. Einfach ein Traum, wie sich das hier miteinander verbindet. Einige Leute können es ja nicht verstehen, wenn man das Essen so sehr genießt wie ich, ne? Guckt euch das mal an. Da jetzt reinzubeißen, ist einfach nur wundervoll. Jetzt solltest du ein bisschen schneller essen. Ja, fahr doch los. Du kannst. Fahr los. Ich muss ja essen. Du bist doch fertig. Was ist denn mein Kaffee? Ja? Hallo, Marlon. Hallo, Weltenbummler. Ja, Weltenbummler. Fahr, ich esse genüsslich noch meinen Toast. Ja, und was mit dem da? Ja, esse ich ja gleich. So. Du kannst halt ein bisschen langsamer fahren. Du brauchst ja jetzt nicht hier mit 380 die Autobahnkarre, ne? Ich fahr so schnell ich möchte. Hä? Ich fahr so schnell ich möchte. So, wie mache ich das denn jetzt immer? Haben wir hier was Spitzes? Du kannst ja
ja so lange, wie ich das Paket auspacke, eben auf der rechten Seite bleiben. Nein, ich nicht. Darüber wird auch nicht diskutiert. Diskutier nicht mit mir beim Autofahren. Wieso? Ich packe jetzt nur das Geschenk aus. Diskutier nicht mit mir beim Autofahren. Nee, der will Akku. Boah, was ein Theater hier mit der Kamera. Ist ja egal. Jetzt hast du meinen Kaffee genommen? Nein. Oh, nee. Niemals würde ich dein zuckerverseuchtes so. Getränk nehmen. Also, es geht los. Mir hat noch keiner geschrieben heute. Würde ich dir gleich schreiben? Ich wollte es erst gestern auspacken, aber habe ich gedacht, nee, das kannst du nicht bringen. Wenn dir schon jemand ein Paket schickt. Liebe Biene, ich wünsche dir von Herzen alles Liebe zum Geburtstag. Lass dich feiern. Ich drück dich, Sassi. Ist das schon wieder geil? Ein kleines Eichhörnchen, guck mal in der kleinen Mütze auf. Oh, ein Party-Eichhörnchen. Na, Maure von eine Marlene, guck mal. Oh, hey, eine Marlene. Oh. Party-Eichhörnchen. Party-Eichhörnchen. Das darfst du mit Manu teilen. Als ob sie jemals irgendwas mit mir teilen würde, außer die Kosten. Bin ich auch drauf? Es ist viel zu hell, glaube ich. Ich hoffe, da ist jetzt alles drauf. Jetzt darfst du raten, was das ist. Ja, rat mal, was das ist. Das sind Salzstreuer. Nee, hab ich auch gerade gedacht. Nee? Nee. Was ist das? Kugelschreiber. Cool. Eichhörnchen-Kugelschreiber. Wie geil ist das, du? Ah, hat sich für dich schon erledigt. Oh. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Okay. Dann nicht. Oh, ich glaube, ich muss ein bisschen schneller machen. Das zieht sich hier, glaube ich, sonst so hin, ne? Sein. Ich kann das ja so machen, ich kann euch ja die Uhrzeit einblenden am Anfang. Wen das interessiert, also wen das nicht interessiert, der kann dann ja vorspulen. Also angefangen um 7.42 Uhr. Ja, das muss ich ja da machen, du Schlauberger. Hey, ich wollte dir nur noch mal sagen, damit du die Anfangs-Uhrzeit weißt. Jetzt ist es 7.50 Uhr. Du bist ja schon seit 8 Minuten am Rumtasten. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ein Lippenstift von... Ein Stiffenlift. Von DM. Ultra Matt Lipstick. Die Nummer 430. Für welche Lippen? Und dunkel. Aber wie ihr wisst, nehme ich ja nur dunkle Lippenstift. Rote Lippen sollst du küssen, denn geil. Zum Küssen sind sie da. Also bis jetzt schon mega, ne? Und hier sind noch ein paar Geschenke drin. Oh Mann. Oh, die wollen Laster immer. Wie geile Sachen sind hier denn jetzt bitte drin? Spinnst du eigentlich? Von Essence ein Lipgloss. Ah ne, der ist für dich, glaube ich. Guck mal, wie findest du die Farbe? Ist der für meine Zehennägel? Ja. Für meine Zehennägel finde ich die echt super. Das ist meine Standardfarbe. Manchmal mache ich auch wirklich rot. Das kommt schon drauf an. Och nee, ne? Ist die verrückt oder was? Das ist das denn eine Liebeskugel? Ist auch Lippenpflege. Ich dachte, das ist eine einzelne Liebeskugel. Nicht? Ist das eine Anspielung auf ihre sprühenden Lippen? Hatte ich tatsächlich im letzten Video. Ja. Aber das konnten Sie jetzt noch nicht gesehen haben, weil das erst. Nee, das kommt heute Abend erst online. Was für schöne Sachen. Jeden Jahr noch. Träume von Napoli. Geht's noch? Ja. Ja, du bist frei. Hier kann er Gas geben, wie er will. Und das Video kommt nämlich erst heute Abend. Oh, was ist das denn? Hugo Rose. Hugo Rose. Ja, besaufen. Das ist ein ganz normaler Hugo, oder? Oder Rosé. Was ist das? Rosé. Was ist das denn sonst? Kloppt dir das Zeug eben rein. Dann bist du ein bisschen erträglicher. Lecker Schmecker. Meine Tasche sieht schon gut aus, meine Handtasche. Ich hab voll in deinem Rückspiegel, der am Drängeln ist. Ist ja blöd, aber. Komm. Lass die Deutschen können Auto fahren, Fahrt fahren. Bei euch zu Hause dürft ihr ja nicht, ne?
fünfmal durchgefallen, gelbes Kennzeichen. Juhu. Das ganze Auto ist doch irgendwie verschrottet durch dieses Kennzeichen, oder? Dieses gelbe. Ich möchte kein Auto mit gelbem Kennzeichen fahren. Okay, jetzt kommt die Sonne auch durch. Oh, von Airwick eine Duftkerze. Ich wusste noch nicht, dass es Geruchs-YouTube gibt, aber ja, manchmal riecht sie ein bisschen komisch. Da ist die Kerze natürlich durchaus verfolgt. Die riecht so lecker. Oh ja. Riechst du das? Ja. Die kann man gleich hier im Auto bleiben, seitdem der Duftbaum weg ist, weil dein Bruder den vernichtet hat. Das ist ein Fußball, das erkenne ich. Das ist eine Nussschokolade. Wetten? Ist eine leckere Nussschokolade. Lecker Nussschokolade. Original Eichhörnchen-Style. Extra mit dicken Nüssen für ein Eichhörnchen. Sag mal, wie viel ist hier denn drin? Blueberry. Blueberry Pomerans. Hast du das schon mal gehabt? Ja. Und? Sehr blaubeerig. Ach, du darfst übrigens was nicht vergessen, ne? Was denn? Keine Werbung. Keine Werbung. Ach ja. Das ist alles keine Werbung. Übrigens macht Saskia kein YouTube, aber sie hat einen Instagram-Account. Und dann macht sie immer so ganz schöne Nageldesign. Wie nennt man das? Nageldesigns? Das macht sie aber alles. Designs. Nein, das macht sie immer selber. Hast du da noch nie geguckt? Ich habe kein Instagram. Ich habe kein Instagram. Verlinke ich euch mal. Da müsst ihr mal vorbeigucken. Die macht so ganz schöne Motive auf den Fingernägeln. Letztens hatte sie Eichhörnchen. Ach, das hast du mir gezeigt. Mhm. Ja. Ich hab kein Instagram. Ein Mascara von P2. Aber ich werde mir einen Instagram-Account anschaffen, nur um dich zu abonnieren. So. Weil ich mag auch. Also da schaut unbedingt mal vorbei. Ich verlinke euch mal ihren Account. So, ein letztes Geschenk noch. Wir können ja mal noch eine Maske. Was ist das denn? Selfie-Maske? Wieso denn Selfie? Ach so, das ist so ein Muster, oder wie ist das? Ist der leer? Der Karton? Ja. Warte. Wieder nehmen. Nee, da will ich die Sachen gleich wieder reinpacken. Oder soll ich den Müll da reinpacken? Maske Heidelbeere. Tragen Sie die Maske auf die Trocken. Auch lassen Sie die trocknen, lassen Sie die Maske. Machen Sie ein Selfie und teilen Sie es in den sozialen Netzen. Also du sollst ein Selfie machen? Nein, du sollst das auftragen. Scheine Melene. Wenn du das aufgetragen hast, du hörst mir gar nicht zu, ne? Ja. Venezianisches Maskendesign. Ja. So, du sollst das auftragen, nachdem du dein Gesicht gereinigt hast, sollst du die antrocknen lassen und dann sollst du ein Selfie machen. Und das dann? Und dann gewinnst du eine Morse-Maske. Ich denke mal, die wird schon so vorbereitet sein. Das ist keine Maske zum Draufreiben, sondern das ist eine Maske. Oh, hallo, eine Baustelle. Das ist, hier, wie heißt? So zum Auflegen. Mhm. Du Spezialist. Ja, ne? Also danke. Im venezianischen Design hast du gelesen, ja? Danke, danke. Das sind so schöne Geschenke. Und das sind alles Sachen, die ich wirklich gebrauchen kann und essen kann und ja. Welches Eichhörnchen möchtest du denn? Das blaue? Wahrscheinlich, ne? Das grau. Grau. Grau und das Grauhörnchen. Du darfst das rosa Hörnchen haben. Ist das süß. Das Kugelschreiber. Ich sag ja nur immer wieder dazu, du musst das nicht. Aber ob ich das sage oder nicht, sie macht es trotzdem. Aber ich würde ja lügen, wenn ich sage, ich will das nicht. Ich freue mich da ja total drüber. So, wir melden uns später wieder. Und bis dahin, gute Fahrt, Major Maulwurfen. Der ist richtig schön, der Lippenstift. Möchtest du es auch mal probieren oder möchtest du lieber Lipgloss? Willst du ein bisschen Lipgloss probieren? Guck mal. Voll schön. Guck mal. Lecker, die Toiletten? Du kannst besser in den Wald kacken. Die sind an Stinkigkeit nicht. Aber du musstest doch nur Pipi machen. Ja, das war schlimm genug. Du stehst da. Ich muss auch. Ich mach da gar nicht drauf. Nee, da willst du nicht hin. Was mache ich jetzt?
Kannst du gerne hingehen. Hier kann ich nicht, weil da sitzt jemand im Auto. Ich kann mich ja nicht da an. Der hat auch Maulwurfen geschaufelt. Ja. Also da, dann kann ich besser auf der Tankstelle irgendwo, wa? Ja. Dann holst du dir sämtliche Krankheiten mal weg, oder? So noch 170. Wo sind wir denn jetzt hier? Hamburg. Wir sind gleich in Hamburg. Ja, doch, 70 Kilometer. Ja, gleich. Wollen wir eigentlich in Hamburg auch noch irgendwas machen? In Hamburg? Da habe ich noch 2 Einladungen offen stehen. Ja, dann muss ich das kümmern. Auf dem Rückweg fahren wir wieder durch Hamburg. Ja, mal gucken, ob wir das schaffen. Ich melde mich, wenn wir es schaffen. Turm-Kaffeewölkchen mit nur 4% Fett ist viel besser als alle anderen Kondensmilchse. Ja, weil die hat einen Deckel zum wieder draufschrauben. Oh, was kann ich eben für Übungen machen für meinen Rücken? Das ist ein Scheiß. Bisschen aus der Hüfte. Du musst dich ein bisschen in der Hüfte bewegen. Ich muss unbedingt Sport machen. Ja. Bett, Sport. Nee, das hilft doch nicht. Beckensport. Das hilft nicht. Auf meinem Spetterbecher ist gar kein Spetter mehr drauf. Wenn ich das mache, dann kriege ich nämlich eher Rückenschmerzen, als dass es besser wird. So. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Kann das weg? Apotheke? Ja. Wir machen das ja immer so, bei uns ist der Müll so teuer. Wir fahren dann auf einen Rastplatz weit entfernt und da entsorgen wir unseren kompletten Hausmüll. Das ist billiger, als sich die teuren Säcke zu kaufen. Ja. Ja, guck mal, da rechts ist so ein... Was für eine Frechheit! Ich habe das Auto erst gewaschen und die haben mich gezwungen, so viel zu bremsen, dass meine Bremsen jetzt meine Autoschaffelgen schon wieder dreckig sind. Ich habe aber ein Problem. Ja. Ich muss zur Toilette. Da musst du hingehen. Da musst du da hingehen. Mhm. Gib mir bitte Sakrotan für meine Füße. Eklig, für meine Schuhe. Ne? Eklig. Ich bin da reingelaufen. Das war, glaube ich, alles Pisse da auf dem Fußboden. Mhm. So kann ich mich nicht ins Auto setzen. Oh, so viel Hände waschen und desinfizieren. Kannst du gar nicht. Erklärt mich für bescheuert, aber das ist mir scheißegal. Bah! Ja, wie oft werden die Toiletten denn sauber gemacht? Werden die überhaupt sauber gemacht? Sowas Abartiges, du. Noch nie erlebt. Ja doch, auf den Raststätten ist es immer so, ne? Aber dann lieber an der Tankstelle, da ist es noch besser. Da putzen die auch regelmäßig. Wir können ja noch eine Nacht in Hamburg hinterher schieben. Ja? Was kostet das 59, denn? 59,90. Von Samstag auf Sonntag. In einem Hostel, hier. Hostel? Ja. Ach so. Aber im normalen Zweibettzimmer dann. So, nee, nun warten wir erstmal ab. Wir machen erstmal jetzt hier und dann gucken wir weiter. So, jetzt brauche ich noch Handcreme. Ich das ausziehen? Nee. Nervt, der rausgeht. Vielleicht hilft das ja jetzt schon. Ein Geburtstagskrüppel-Eichhörnchen. Mhm. Ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als dass mir der Nerv heute wieder rausfliegt. Ja, das wusste ich. Woher? Weil du da immer drum bettelst. Mhm. Der Mann guckt wie so ein Auto. Das gucken die öfter mal. Die gucken immer wie ihr eigenes Auto. Und sein Auto gucken die sehr intelligent. Was ist das? Das ist VW Passat, Manuel. Hast du was gegen VW Passat? Du? Ja, ich finde VW Ups viel besser als Passate. Ja.
hier ist das die Stelle. Ja. So, tatsächlich. Kaffee. Hast du Schlüssel mit rausgenommen? Nee, du hast einen Schlüssel doch. Du bist ausgestiegen. Ja, du kannst doch nicht alle Türen zuschmeißen. Du bist ausgestiegen. Ja, ich bin ausgestiegen. Ich habe die Tür nicht zugemacht. Da ist er doch. Ach so. Oh Mann, jetzt tut mir mein Rücken wieder weh. Warum tust du das denn? Oh Mann, was soll das? Ich kann nicht mehr, ich kann heulen. Ich kann doch nicht aussuchen, den Schlüssel abzuziehen. Ich bin hier kein Eichhörnchen. Ich habe gerade schon, weißt du, was ich gerade schon gedacht habe? Nee. Scheiße, die Taschen sind im Auto, wir haben kein Handy, wir haben nichts. Aber Hauptsache, die Kamera läuft, ne? Ja. Das wäre jetzt lustig geworden. Ich rufe ihn bei ADAC an, ich komme neben mein Auto. Noch ein bisschen Voltaren drauf, ne? Ja. Hast du den gerade gemerkt, schon wieder, wie der reingesprungen ist? Ja, rausgesprungen. Raus? Ja, reingetrennt. Das ist, ne? Mhm. Jetzt ist er hier. Dabei. Mhm. Genau. Kaffee. Hinterm Sitz, bei dir. Und Milch ist im Korb, oder nicht? Ach, da.